Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Es ist mal wieder soweit, Freunde. Wir haben einiges an News auf unserer Liste und gefühlt wird die Liste einfach immer länger und länger und länger. Also wirklich, wie viel momentan einfach schon wieder abgeht. Es ist einfach so krass. Aber naja, dafür sind wir hier. Also Abo da lassen und Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann kümmern wir uns um alles. Und zum Beispiel beginnen wir heute mal mit Jay White. Jay White von All Elite Wrestling war jetzt vor kurzem eine Weile nicht bei genau diesem zu sehen, denn der hatte ein paar Visumsprobleme. All Elite war ja mal wieder ein bisschen auf Tour in Kanada und da durfte er dann nicht hinreisen. Das ist halt immer das Problem. Irgendwie hat All Elite ziemlich viele Probleme mit Visas. Und das war halt jetzt hier auch wieder so ein Ding. Es gab zwar Segmente mit ihm, die wurden halt getaped dann halt, aber ja, mehr wurde denn halt auch nicht gemacht. So viel dazu. Dann gibt es ein kleines Update zu Kenny Omega. Und das Ding, das wird uns wahrscheinlich jetzt auch noch die nächsten Monate hart beschäftigen. Denn Kenny Omega ist ja aktuell in Verletzungspause. Nicht, weil er wirklich eine Verletzung hat, sondern eigentlich eher, weil er eine Krankheit hat. Und zwar geht es darum, dass er halt einige Teile in seinem Dickdarm hat, die da nicht hingehören. Einige Auswölbungen und all möglichen Kram. Ich erspare euch die Details. Auf jeden Fall nicht geil und das Ganze sorgt dafür, dass er immer wieder extrem krasse Schmerzen hat. Im ganzen Körper, im Bauch und so weiter. Und das ist natürlich nicht geil. Er selbst hat auch schon einige Male gesagt, dass es wirklich einfach aktuell nicht schön ist, dass er wirklich harte Probleme hat. Und das Ding ist, er war halt jetzt auf der Suche, was jetzt damit gemacht werden muss. Das heißt, der rennt von Arzt zu Arzt und der guckt, was jetzt halt anliegt. Und es gab jetzt halt schon einige Doktoren, die ihm angeraten hatten, dass er auf jeden Fall operiert werden muss. Und da stehen wir halt jetzt gerade vor der Geschichte. Das heißt, er muss sich jetzt wahrscheinlich dann entscheiden, dass er also operiert wird. Und dann hoffen wir mal, dass sich das Ganze bessert. Er meint selbst, dass das seiner Meinung nach auch wieder in die gute Richtung gehen kann. Denn es gab schon einige Wrestler, die hatten die gleiche Krankheit schon. Zum Beispiel Davey Boy Smith Jr. oder auch Brock Lesnar hatten ebenfalls diese Krankheiten und haben es ja auch wieder geschafft, wieder fit zu werden. Denn eigentlich war der Plan mit Kenny Omega jetzt gerade eine Fehde mit Okada zu starten, der jetzt bei All Elite ist. Allerdings meinte halt Kenny auch, dass wenn das Ganze denn startet und wenn er wieder zurückkommt, dann möchte er einfach in Top-Shape genau dafür sein. Und das ist halt aktuell nicht der Fall. Der ist aktuell richtig fertig. Deswegen können wir da nur auf das Beste hoffen. Dann gab es eine Aussage vom Undertaker, die sehr interessant war. Auch wieder mal bezüglich ein bisschen Brock Lesnar. Und zwar haben wir ja mitbekommen, bei WrestleMania 30 gab es ja das Ende von Undertakers Winning Streak bei WrestleMania. Und diese wurde ja gebrochen von Brock Lesnar. Wir erinnern uns alle, es war eines der krassesten Momente im Wrestling. Holy moly. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, also damals war Undertaker damit einverstanden, dass Lesnar die Streak bricht und so, alles klar. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte der Taker das lieber ein Jahr später gemacht. Und zwar bei WrestleMania 31 gegen Bray Wyatt. Also denn im Nachhinein wäre das sicherlich die bessere Lösung gewesen, Bray Wyatt diesen Sieg zu geben und damit die Undefeated Streak quasi zu brechen. Naja, so sieht es aus. Hinterher ist man immer schlauer, wie es so schön heißt. Dann kommen wir zu All Elites Matt Hardy. Muss ich auch eher sagen, noch All Elites Matt Hardy. Denn hier gab es ja auch schon die Aussage, dass sein Vertrag ja jetzt ausgelaufen ist. Und was ist denn jetzt nun? Er selbst in einem Interview hat gesagt, dass er schon seit einiger Zeit einen neuen All Elite Vertrag vor sich liegen hat. Aber das ist halt jetzt das ganze Ding. Er möchte auch bei All Elite bleiben, aber gleichzeitig weiß er auch, dass er und Jeff Hardy nicht mehr unendlich lange in-ring-mäßig aktiv sein werden. Und damit verbunden möchte er natürlich die beste Option wählen, die ihm freisteht. Und er weiß halt nicht, ob das All Elite ist. Könnte ja auch WWE sein oder noch wieder was anderes. Das heißt, er ist aktuell einfach so unentschlossen, dass er vor den vielen Überlegen quasi nicht dazu kommt, wirklich eine Unterschrift drunter zu setzen oder halt nicht. Das heißt, da hängen wir jetzt gerade. Matt Hardy muss sich also jetzt selbst erstmal klar werden, was er für die Zukunft haben möchte. Das gleiche gilt ja analog auch für Jeff. Auch wenn Jeffs Vertrag länger läuft,
ist es trotzdem so, dass Matt und Jeff natürlich immer versuchen, ihre Verträge gleich lang überall laufen zu lassen, um dann auch zusammen wieder anzutreten und so. Das ja, wird dann hier auch ebenfalls der Fall sein. Dann haben wir bei Raw gesehen, dass der gute The Rock ja ein bisschen brutaler immer wurde, gerade in der Szene mit Cody Rhodes, wo Cody ja wirklich geblutet hat und The Rock einfach Backstage, den er komplett auseinandergenommen hat. Das Ganze noch so knapp vor WrestleMania kann man das auf jeden Fall mal bringen. Und da gab es die Aussage, was denn jetzt eigentlich genau mit Blut gemacht wird. Denn so viel Blut haben wir in der WWE nicht allzu häufig. Gerade auch in unserer familienfreundlichen Show Raw und so, das ist halt eigentlich eher unüblich. Und hier gab es auch die Aussage, dass zu Zeiten von Vince McMahon, zumindest in den letzten Jahren, dass der kein großer Fan von Blut war und deswegen hat man das sehr, ja, selten gesehen. Jetzt Triple H, der sieht das natürlich wieder ein bisschen anders. Das heißt, da kann man das auch hier und da verwenden. Es wurde aber auch schon gesagt, dass sie nicht jetzt einen auf All Elite machen wollen, wo gefühlt in jedem zweiten Match jemand Blut überströmt ist. Meistens ist es Jon Moxley, immer ist es Jon Moxley, sondern sie wollen das wirklich, sie wollen es zwar wieder erlauben und wieder zulassen, aber wirklich ganz selten machen, damit das, wenn es wirklich passiert, auch wirklich ja, irgendwie einen Sinn hat. Gerade auch, weil es hiermit zusammenhängt, dass man sich ja bladet, das heißt, dass der Wrestler sich selbst quasi eine Wunde zuführt, wo ich ein absoluter Feind für bin. Für mich widerspricht das dem Gedanken von Wrestling. Aber ja, gerade damit, also man, es ist wieder möglich, sowas, WWE lässt sowas auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr zu, aber es ist immer noch, ja, es ist immer noch nicht 100% gern gesehen, sag ich mal. Apropos Vince McMahon, denn der Gute hat mal wieder ein paar Anteile verkauft. Der ist ja immer noch Großanteilseigner von den TKO-Stocks, also von der Aktie. Ja, und der hat sich jetzt einfach mal wieder gedacht, komm, da geht noch ein paar Mille, kriege ich da noch raus. Das ist ein guter Kurs. Und hat sich dann entschieden, 3.484.000 Anteile zu verkaufen. Zu dem Zeitpunkt, als er das verkauft hat, der hätte 2 Wochen warten können. Aktuell ist der Wert sogar noch mehr gestiegen. Zu dem Zeitpunkt waren das knapp 300 Millionen Dollar. Digga. Aber keine Angst, Freunde, der hat immer noch mehr als genug Anteile. Der hat ja vor kurzem erst 5 Millionen Anteile verkauft, jetzt nochmal 3,4, aber der hat immer noch über 11 Millionen Anteile. Also das ist immer noch, der ist immer noch voll, okay, steckt immer noch voll, ordentlich, läuft der Laden. Ja, aber da wurde ein bisschen Kohle liquidiert auf jeden Fall. Ja, so viel zu dem Thema, kann man mal machen. Dann haben wir, oder einige von euch haben vielleicht den Film mit Zac Efron gesehen, The Iron Claw. Und ist ja ein Wrestling-Film, ne? Ich habe ihn bisher sogar noch nicht gesehen, Schande über mich. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den gesehen habt, wie ihr den fandet. Und ja, da geht es ja um die Van Erich-Familie und da ist halt in der Hauptrolle der gute Zac Efron. Da gab es eine Aussage von Hiroshi Tanahashi, der Chef von New Japan Pro Wrestling. Der hat gesagt, er würde gerne Zac Efron mit bei New Japan irgendwie mit einbauen, weil er wirklich begeistert war von der, ja, vom Aussehen, von dem ganzen Look, von dem Wrestlerischen, was in diesem Film gezeigt wurde. Und deswegen würde er gerne Zac Efron irgendwie mit einbauen. Ich weiß nicht, ob das der Plan ist, aber ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte. Ich glaube auch All Elite und WWE hätten da nichts dagegen, auch noch den Film und diesen Charakter noch weiter zu promoten. Ja, weil Stars im Wrestling bringen wieder neue Augen ins Produkt und das ist ja auch eine feine Sache. Also, soweit erstmal das dazu. Das war's mit den News für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer gilt, Freunde, liken, abonnieren, teilen und so. Ihr kennt den ganzen Spaß. Werdet Kanalmitglieder, dann gibt's noch weitere Exklusivvideos nur für euch. 7 Exklusivvideos pro Woche, 30 im Monat. Also wenn das noch nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Also gönnt euch die Mitgliedschaft und wir sehen uns dann im nächsten Video morgen schon wieder. Es gibt morgen auch schon wieder News, Freunde. Ich habe so viel, es ist wirklich, ich baller euch jetzt mit News, Freunde. Es geht nicht anders. Es muss jetzt hier raus. Also Freunde, weitermachen, haut rein und ciao.